sind heute hier in der Gemeinde in Athen. Es ist Lockdown. Wir, das sind Jonas Möller. Er ist Praktikant in der Athener Kirchengemeinde und kommt aus Greifswald. Dort studiert er Theologie. Und ich bin Martin Bergau, bis zum Ende des Jahres beauftragt, als Pastor im Ruhestand für den Dienst in der Kirchengemeinde. Wir sind miteinander im Gespräch, zwei Theologen. Worum geht's? Das ist doch klar, um die Kirche. Aber nicht nur das, es geht auch um uns selbst. Zwei Menschen, zwei Generationen. Jonas Möller ist 24 Jahre alt und ich bin 68. Das ist charmant, miteinander zu reden. Und nun geht's los. Herr Möller, ich frage Sie zum Beginn, was sind eigentlich Ihre Gründe gewesen, dass Sie ein Theologiestudium angepackt haben? Das ist heute doch gar nicht mehr selbstverständlich. Nein, der Gedanke, Theologie zu studieren, kam bei mir auch erst relativ spät. Ich habe mich nach dem abgeschlossenen Abitur für ein Auslandsjahr in Israel entschieden. Und der Gedanke, Theologie zu studieren, der kam eigentlich erst innerhalb dieses Auslandsjahres mit dem Austausch der unterschiedlichen Religionen und Menschen dort vor Ort auf. Aber auch, weil ich mir immer die Frage gestellt habe, ob das, was meine Eltern mir metaphorisch gesprochen in die Schuhe gegeben haben, ob ich mir diese Schuhe auch selber anziehen möchte. Das Theologiestudium also aus Interesse, auch den eigenen Glaubensfragen auf den Grund zu gehen. Aber Herr Bergau, was waren denn Ihre Beweggründe, Ihr Berufsleben für die Kirche einzusetzen? Ja, das ist eine gute Frage. Und wenn das zurückliegt, dann denke ich natürlich auch darüber nach, wie hat das eigentlich angefangen und was hat mich bewegt. Ich hatte zwei Studiengänge. Ich hätte auch ins Lehramt einsteigen können für Deutsch und Religion. Aber ich fand, dass das kirchliche Leben ganz viel mehr Chancen bietet, Menschen in ihrer Vielfalt zu erleben und kennenzulernen. Ich habe 10 Jahre in einer Kirchengemeinde gearbeitet. Es war manchmal so, morgens habe ich einen Geburtstagsbesuch gemacht, am Vormittag einige Gespräche im Gemeindebüro, dann war Konfirmandenunterricht und direkt hinterher eine Beerdigung. Das war ein gar nicht besonderer Tag. Manche sagen, nein, also das wäre zu viel Verschiedenes. Mich hat das gereizt. Und auch heute sehe ich es so, dass unsere Kirche als Arbeitsfeld riesige Möglichkeiten beinhaltet. Aber gleichermaßen ja auch ein Beruf, der Beruf des Pfarrers, ein Beruf, der so vielseitig und so unterschiedlich ist, in dem man mit so vielen Menschen, unterschiedlichen Menschen zusammenarbeiten kann und der wahrscheinlich auch über Generationen in der Taufe oder der Hochzeit oder der Beerdigung so ziemlich alles dazwischen beinhaltet, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich muss aber auch sagen, dass über die Jahre sich mein Blick auf meinen Glauben und auch auf meine persönliche Identität verändert und entwickelt hat. Eins ist geblieben, die Freude, sich mit Menschen darüber auszutauschen. Und dafür gibt es so viele gute Gelegenheiten. Aber Herr Möller, jetzt frage ich Sie zurück. Sie sind seit einigen Wochen ja als Praktikant im Rahmen eines Studiensemesters aus Greifswald in der Athener Kirchengemeinde. Wir wohnen sozusagen in einem Haus. Sie wohnen über mir und wir beide schauen sozusagen auch auf die Kirche, sind hier in der Sina 66 zu Hause. Herr Möller, was sind denn nach den Wochen Ihre ersten prägenden Eindrücke? Es ist unheimlich spannend hier, aber auch unheimlich vielseitig. Als ich von Deutschland aufgebrochen bin, erinnere ich mich sehr gut an einen Abend der letzten Woche in Greifswald, wo ich mit Kommilitonen an einem Tisch gesessen habe und natürlich da die Frage gestellt wurde, ja Jonas, was erwartet dich jetzt da eigentlich in Griechenland, in Athen? Und
So genau konnte ich die Frage auch nicht beantworten. Es ist ein Abenteuer, aber hier vor Ort habe ich vor allem in den ersten Tagen die Geflüchteten, die hier in einem Wohnungsprogramm der Gemeinde untergebracht sind, besonders ins Herz geschlossen. Abends zusammen Uno gespielt, gemeinsam gegessen, die unterschiedlichen Einladungen abends zum Essen, sowohl irakisch als auch afghanisch. Ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Aber auch eine Gemeinde, die sich gerade in einem neuen Findungsprozess befindet und natürlich auch von Corona und dem Lockdown maßgeblich, auch wie viele Kirchengemeinden in Deutschland, betroffen ist. Dementsprechend ist es eine sehr komplexe, aber für mich auch unheimlich spannende Situation, hier vor Ort auch die Gemeinde und auch die Flüchtlingsarbeit, in der ich in Deutschland noch gar keine Erfahrungen gesammelt habe, hier vor Ort kennenlernen zu dürfen. Ja, ich füge noch einen Gedanken hinzu, den sagen Sie jetzt nicht von sich aus, aber ich sage das, weil ich davon sehr profitiere. Sie haben einfach absolut Ahnung von den technischen Errungenschaften der neuen Zeit. Und das kann ich wirklich sehr gut gebrauchen, wenn der Drucker nicht funktioniert oder wenn die Zoom-Konferenz eingerichtet werden muss. Da sind Sie wirklich eine große Hilfe. Das nur am Rande. Aber Sie sind jetzt ja auch schon seit einigen Monaten hier im Pfarrdienst in Athen beauftragt, Herr Bergau. Was sind denn Ihre Eindrücke oder Erfahrungen in der Zeit, in der Sie bis jetzt hier sind? Ja, das ist sehr umfangreich zu beantworten. Ich will es aber kurz machen. Ich bin hierher gekommen, weil die Gemeinde vor großen Herausforderungen steht. Sie ist in zwei Fraktionen aufgegliedert, die ihren Weg jetzt gemeinsam suchen und stehen da tatsächlich in einem Prozess und auch durchaus am Anfang. Das ist nicht leicht für alle Beteiligten. Für mich ist es auch nicht leicht, mich hineinzudenken. Doch, und das ist für mich eine ganz großartige Erfahrung, ich habe hier engagierte und sehr kraftvolle Persönlichkeiten kennengelernt. Ich habe meinem Freund in Hannover geschrieben, ich wünschte ihm einige von den Ehrenamtlichen, dann würde sein Kirchenkreis auch noch weiter zu gestalten sein. Also, es sind Menschen hier, die wollen was, die setzen sich ein und sie ringen auch um die Gemeinde und um die Zukunft der Gemeinde. Und ein zweiter Aspekt, den ich im Moment sehr, sehr vermisse, das sind die Gottesdienste. Sie haben mir von Anfang an so große Freude gemacht. Der Kirchenraum, auf den die Gemeinde stolz sein kann. Ein Kirchenraum, der eine tolle Akustik hat mit einem Kirchenmusiker, der wirklich was von seinem Fach versteht. Eine Atmosphäre, hinterher im Garten zusammen zu sein. Das hat mich sehr froh gemacht. Und ich denke, das ist auch für die Gemeinde, für die Zukunft ganz, ganz wichtiger Ort, um Gemeinschaft zu erfahren, beieinander zu sein, zum Lobe Gottes, so sagen wir ja. Herr Möller, jetzt habe ich eine Frage an Sie. Sie haben darüber berichtet, dass Sie Ihre guten Gründe hatten, das Theologiestudium zu wählen. Gibt es für Sie eine biblische Geschichte oder ein Vers, der Ihnen besonders viel bedeutet? Besonders viel bedeutet oder besonders viel Bedeutung trägt für mich ein Spruch aus dem Psalm 91, 11 bis 12, der gleichermaßen auch ein sehr berühmter Taufspruch und auch mein Taufspruch ist. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Ich habe in meinem ganzen Leben eigentlich die Erfahrung gemacht, dass Gott eine treibende Kraft für mich ist, dass Gott für mich da ist und dass Gott mich behütet und mich beschützt. Und ich finde auch gerade jetzt in dieser Zeit, in der Corona-Zeit, in der wir viel über Gesundheit reden, in der wir viele Sorgen und Ängste mit uns tragen, gerade dieser Spruch mir persönlich auch unheimlich viel Kraft und Gewissheit gibt, dass ich die Bestätigung von Gott habe, trotz alledem, trotz dieser Krise, trotz des Lockdowns,
ist Gott für mich da, behütet mich und gibt mir auch Menschen. Ich verstehe das Wort Engel auch als Menschen, die mich in meinem Leben unterstützen. Ich habe so oft die Erfahrung gemacht, dass unterschiedlichste Menschen auch für mich Engel sein konnten, die mich in bestimmten Situationen unterstützt haben, die für mich da waren an Momenten, wo ich es auch überhaupt nicht erwartet hätte. Und gerade jetzt in der Weihnachtszeit, wo immer wieder auch mehr Engel ins Bild geraten, die Engelchöre singen, die Geburt von Jesus, all das, was uns in nächster Zeit erwarten wird, stimmt mich wieder auch so ein bisschen ein auf diesen Bibelvers. Ja, das ist wirklich ein schöner Gedanke, der reicht für ein ganzes Leben. Und die Engel spielen ja in der Christuskirche auch eine sehr große Rolle. Gibt es denn für Sie eine biblische Geschichte oder einen Vers, der Sie, und das kann sich ja sicherlich in Ihrem Leben, in Ihrer langen Erfahrung als Pfarrperson auch geändert haben, aber gibt es jetzt zurückblickend eine Geschichte, die Sie auch heute noch beeindruckt? Ich nenne Ihnen auch einen Vers. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Aus dem Timotheusbrief also, dieser Satz hat mich im Berufsleben sehr begleitet. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Dieser Zusammenklang, diese Zusammengehörigkeit, die hat mich immer wieder angesprochen. Und gibt mir auch Mut, auf Dinge zuzugehen, die erstmal nicht einfach scheinen, die schwierig sind. Darauf zu vertrauen, dass sich Wege öffnen werden, weil wir alle ein Kind Gottes sind, in der Freiheit der Kinder Gottes. Das hat mich durchgetragen, auch durch das Berufsleben, in dem es natürlich alle möglichen Erfahrungen gab. Ich habe im Krankenhaus etliche Jahre gearbeitet, in der Jugendarbeit, als Superintendent, viele Bereiche kennengelernt und immer wieder dieser eine Vers. Gott hat uns dies gegeben. Kraft, Liebe, Besonnenheit. Ja, Herr Müller, unsere Zeit ist zu Ende und wir gehen jetzt nach unten und hören etwas von Ihrem schönen Talent. Sie werden uns eine kleine Improvisation auf dem Klavier spielen, mit dem diese Sendung auch schon eingeführt wurde. Und gemeinsam wünschen wir Ihnen allen alles Gute für die kommende Zeit und auf bald wieder.